Waffenenergie. Oh. Nein, tun wir nicht. Wir fügen uns nicht. Alles Training. Lang ist her, lang ist her. Willkommen beim Voyager LKs Menüsystem. Und herzlich willkommen auf einer Zeitreise 20 Jahre zurück an den Anfang dieses Jahrtausends, als man die CPU, den CPU-Takt noch in Megahertz berechnete und als man Voodoo noch für eine unglaublich geile Grafikkarte hielt. Ja, wir haben hier das Spiel Star Trek Voyager Elite Force und es hat so ein bisschen Aufwand gekostet, um es vernünftig zum Laufen zu bringen. Dabei war es für Anfang der 2000er Jahre eigentlich seiner Zeit voraus, denn man hatte schon eine ganz ordentliche Grafik. Wenn ich hier bei Konfigurieren mal so gucke, da habe ich jetzt hier sogar schon Breitband. Was heute so Standard ist, 16 zu 10, war damals was ganz Besonderes. Alles andere von der Einstellung her ist noch 3x4, wie damals so die Monitore halt gestaltet waren. Die Röhrenmonitore wohlgemerkt. Egal, ich denke, wir fangen einfach mal an zu spielen. Dann gehe ich mal hier zurück. Aber das Spiel selbst wirklich super klasse, zumal sie sich sehr, sehr viel Mühe gemacht hatten mit der Grafik, mit den Stimmen. Es ist komplett eingedeutscht, sogar auch mit den Originalsprechern der Fernsehserie Star Trek Voyager. Also es war schon was ganz Besonderes, dieses Spiel. Ich fange einfach mal ein neues Spiel an. Schwierigkeit, ja, normal. Es gibt zwei Hauptpersonen, die man da spielen kann. Einmal den einen gewissen Lieutenant Monroe. Aber was ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe, ich habe die weibliche Variante noch nicht gespielt. Das mache ich einfach mal. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich dann war. Ich werde sehen. Das Heather-Team. Bei Sternzeit 48315,6 wurde die USS Voyager unserer Kontrolle entrissen und 70.000 Lichtjahre durch die Galaxie in den Delta-Quadranten transportiert. Von dort begannen wir unsere 70-jährige Heimreise ohne jegliche Hilfe der Sternenflotte. In zahlreichen Begegnungen haben wir viele gefährliche und gewalttätige Spezies kennengelernt. Da wir nur über eine begrenzte Crew ohne die Chance einer Verstärkung verfügten, beschlossen wir, ein Spezialteam einzurichten, um gefährlicheren Situationen zu begegnen. Tuvok, der Sicherheitschef der Voyager, sammelte eine Eliteeinheit um sich, die das Heather-Team genannt wurde. Fenrich Monroe ist stellvertretender Kommandant dieses Teams. Ausgerüstet mit Seven of Nines experimenteller Anti-Borg-Waffe, dem Unendlichkeitsmodulator, hat sich das Heather-Team in einer gefährlichen Mission in einen Borg-Kubus gebeamt. Sie wurden jedoch schnell überwältigt. Der U-Mod ist nun in den Händen der Borg. Monroe ist abgeschnitten von den anderen und versucht nun verzweifelt, das Team zu retten. Okay, also auch die weibliche Figur ist ein Monroe. Sieht aber besser aus. Genau, tertiäre was? Es gibt Missionsinfos. Retten Sie Ihre Teammitglieder. Ich habe Ihre Missionsziele und die taktischen Informationen geladen. Informieren Sie sich jetzt, bevor Sie fortfahren. Oh, ich werde hier schon beschossen, glaube ich. Nee, noch nicht. Okay, auf jeden Fall. Man kann sich schon frei umgucken. Man kann nach oben und nach unten gucken. Und man hat Missionsziele,
was mir Tuvok gerade nochmal erklärt hat. Und wir brauchen den U-Mod, denn lange können wir es mit den Borg nicht aufnehmen, weil die sich sehr schnell an unsere Phaser anpassen. Jo. Oh, die sind so lange abgeschaltet hier. Und wir können hier weiterlaufen. Da ist ein Plasmafilter. Wir schießen erstmal auf alles, was knallt. Ich hoffe, dass ich noch so halbwegs... Oh, was haben wir denn hier? Ein Waffenenergieterminal. Ah, gut. Gut zu wissen. So, ich rase mal weiter, denn ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Und der kommt da durch, ich aber nicht. Da ist ein Verteilerknoten. Zung. Strom aus. Oh. So ein Pech aber auch. Da kommt der nächste. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo lange ich hier muss. Vielleicht muss ich da durch. Oh. Wir sind gesprungen. Wir können hier klettern. Ah. Okay. Mal gucken, ob wir es schaffen, unsere Teammitglieder zu finden. Uff. Sieht cool aus. Dann springen wir mal weiter. Hier scheint ein Aufzug zu sein. Ist hier noch irgendwas, was ich abballern kann? Vielleicht von hier oben? Nö. Ich brauche ja auch erstmal die vernünftige Waffe. Den U-Mod. Wo war der Aufzug da war? Aufzugschalter. Oh, da haben wir schon. Oh, mein Retter. Knappen Sie sich den U-Mod. Der liegt dort auf dem Tisch. Ja, her damit. Gib her. So. Haben wir sie alle? Okay, wir müssen ihn da rausholen. Kontrollkonsole. Da. Lassen Sie uns gehen. Aber gerne. Ah, zielen kann ich auch. Ich weiß nicht, wo wir weiter müssen, aber ich gehe mal hier weiter. Du bleibst doch schön da stehen, ne? Hier geht's aber weiter. Danke, Monroe. Bringe Odell zurück zum Schiff. Das ist eine gute Idee. Einer weniger. So, da wollen wir mal hier unserem Kollegen helfen. Autsch! Wir wollen ja raus, lebend. Das sind unsere Absichten. Los, mitkommen. Oh. Mal gucken, wie lange mein Strom hält hier. 180 Schuss haben wir noch. Ja, ich nehme mal den Aufzug. Wenn ich einen U-Boot hätte, würde ich mitkommen. Nee, ja, klar. Waffenenergie? Oh. Nein, tun wir nicht. Wir fügen uns nicht. Oh. Alles Training. Lang ist es her. Lang ist es her. So, ich brauche hier irgendwo... Ah, Moment. Einmal die Waffen wechseln. Kriege ich das nicht kaputt? Das scheint ich nicht kaputt zu kriegen. Okay. Es muss anders gehen. Es muss... Ah, hier. Das liegt schon. Das war etwas angeknackst. Hey, Monroe. Wenn Sie in 5 Minuten nicht zurück sind, werde ich Ihnen nicht folgen. Ja, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Ah, hier ist eine Leiter. Die sind hier so ein bisschen versteckt, grafisch. Ah, das sieht nach etwas Interessantem aus hier. Aber wie komme ich da... Ah, da muss ich drauf schießen. Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Hey, das Kraftfeld ist deaktiviert. Was soll? Schnell erstmal wieder wechseln hier. So, die haben wir.
schnell wieder nach oben. Bang. Umgefallen, umgefallen. Wo war er? Kontrollkonsole. Aufmachen. Ah, hier wurde neu geladen. Hier kann ich meine kleinen Blessuren ein bisschen heilen, aber wichtiger, wieder meine Waffen aufladen. Danke. Und die werde ich hier brauchen. Ich mach euch platt! Widerstand ist zwecklos. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung ich muss. Der kennt sich schon auf dem Borgschiff aus. Verteilerknoten. Ah. Moment, hier kann ich mir schnell noch Waffenenergie holen. Danke. Dann hauen wir mal den Verteilerknoten platt. So. Ist das nicht auch einer? Kaputt schießen können wir es auf jeden Fall. Das beruhigt. Hier geht's nicht weiter. Plasmafilter. Die wumsen immer so schön. Oh, falsche Waffe. Ein Augenblick. Ja. Ja gut. Das Kämpfen war noch ein bisschen linear, gebe ich ja zu. Na? Die sind aber immer schnell wach, die Jungs. Ne, Lebensenergie brauche ich nicht. Aufzugschalter. So. Ab nach oben. Oh, hier ist jemand. Gut geschossen. Ich bin getroffen worden. Die Borg haben die Mannschaft hier durch. Beamen Sie sich zurück, Chuck. Sie haben hier alles in Ihrer Macht Stehende getan. IMM heißt das bitte. Ah, hier konnte ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, hier können wir uns einen kleinen Ritt nach oben gönnen. Wenn wir uns nämlich hier draufstellen. Vergesst es. Ah, hier gibt es nochmal Waffenenergie. Gehen wir gerne mit. Und hier kommen wir rum. Hier ist nix. Das heißt, hier müssen wir irgendwie wieder runter. Ah, so, zack. Also das Spiel fängt auf jeden Fall sehr actionreich an. Ah, hier scheint irgendwas zu sein. Gut, dass sie nicht zurückschießen. Ich glaube, dass... Platz da. Machen wir später. So, irgendwo... Hier können wir nochmal Waffenenergie aufladen. Ah ja, das ist ein und dieselbe Energie für den U-Mod und für mein normales Lasergewehr. Oder Phasergewehr vielmehr. Welcher Aufzug war welcher? Ja, nun, mach doch schon. Ne, den bin ich ja gekommen. Den brauche ich da. Aufzug. Hallo. Wunderbar. Ja, die Borg-Technologie ist nicht so echtzeitkompatibel, habe ich das Gefühl. Ist auch ein Plasmafilter im Hintergrund. Lebensenergie.
Bist du jetzt abgeschaltet oder wachst du gleich noch auf hier? Ich bin gespannt. Ich werde es ja mitkriegen. Ja. Klar. Ja, schön für euch, dass ihr die Borg seid. Ich muss warten, bis er wach wird. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Hatte ich den nicht erwischt? Ich dachte, den hätte ich. Okay, uah. Wo geht's weiter? War gerade meine kleinen Verletzungen. Fuhr das runter dann noch? Ah ja. So, jetzt schießen wir gleich und fragen erst später. Auftrag, alles zerstören, was da ist. Betrete neuen Bereich. Okay. Ups. Eine taktische Entscheidung. Oh Gott, was habt ihr mit ihnen gemacht? Gott sei Dank. Bring sie uns hier raus. Monroe und Voyager. Ich habe das Hazard-Team lokalisiert. Sie sind hinter einer Art Kraftfeld gefangen. Verstanden, Fähnrich. Sehen Sie, ob Sie die Kontrollkonsole für das Kraftfeld dorten können. Das dürfte wohl dies sein, aber sie ist abgeschirmt. Also muss ich die Abschirmung erstmal... Ja, ja, ja. Gut, dass man den U-Mord hat. Na, fällst du um oder nicht? Danke. So, da muss ich mit Sicherheit hier wieder irgendwas kaputt schießen im Verteilerkrieg. Ah, okay. So, dann lassen wir euch mal frei. Hey, seien Sie vorsichtig. Wieso? Funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Du willst doch wohl nicht, Nein, warten Sie nicht. Gut. Ich habe es Ihnen gesagt. Aber was sollte ich denn machen? Tuvok. Miss Monroe, Ihr taktischer Ansatz war, vielleicht kann man sagen, taktlos. Okay, Hazard-Team, melden Sie sich zur Einsatzbesprechung. Prima gelaufen, Monroe. Jetzt kriegen wir noch einen Anschuss von Tuvok. Sir, wenn ich... Wie hätte ich wissen können, dass die Schaltkonsole explodieren würde? Dieser Punkt ist nicht relevant, Miss Monroe. Eine gegebene Situation ist nicht immer so vorhersehbar, wie Sie sich das wünschen. Ihre leichtsinnige Entscheidung hat Ihren Tod und den Ihrer Mannschaftskameraden verursacht. Sie haben versagt. Wenn Sie den Standardverfahren des Hazard-Teams gefolgt wären, dann hätten Sie diese Simulation überlebt und Ihre Missionsziele erreichen können. Ja, Sir. Verfahren. Sprechen Sie, Fähnrich. Deck 4. Bei allem Respekt, Sir, ich denke nicht, dass das Verfahren etwas ausgemacht hätte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, Sie zu retten. Eines Tages, Miss Monroe, werden Sie auf das Unmögliche stoßen. Betrachten Sie dies als Ihren persönlichen Kobayashi Maru. Alarmstufe Rot! Alle Mann auf Gefechtsstation! Computer, leiten Sie den Turbolift zur Brücke um. Die Krise. Oh. Wieder mal ein Feind von nirgendwoher. Captain, wir haben Bericht über sekundäre EPS-Leitungen auf den Decks 8 und 9, die auseinanderbrechen. Warp-Antrieb funktioniert nicht. Oh, der Fähnrich darf mit auf die Brücke. Wir haben auf das Not.
Notsignal eines gestrandeten Schiffes reagiert und es hat das Feuer eröffnet. Tuvok, Sie antworten nicht auf Rufe. Ziehen Sie auf Ihre Waffensysteme und machen Sie sie kampfunfähig. Phaser feuern. Direkter Treffer. Die Phaser hatten keinen erkennbaren Treffer. Die Schilde Achtern sind ausgefallen, Captain. Hilfsenergie wird zu den Schilden umgeleitet. Captain, ich erhalte Bericht über umfassende Schäden auf den Decks 9 und 10. Wir werden einen weiteren Treffer nicht überleben. Photonentorpedos, volle Streuung. Torpedos unterwegs. Gleich verzweifelte Notmaßnahmen. Sieht aus wie ein Schrottplatz. Ist jemand verletzt? Ich habe keine Schäden davongetragen. Was ist da passiert? Captain, wir scheinen irgendwie aus dem normalen Raum gerissen worden zu sein. Ich glaube, wir wurden durch eine Art isodimensionale Spalte gezogen. Wo sind wir? Anscheinend hier, Captain. Die Sensoren und die meisten primären Systeme der Voyager sind außer Betrieb. Bis die Reparaturen abgeschlossen wurden, wird es möglicherweise schwierig sein, festzustellen, wo hier ist. So viel zum Thema hier. Oh. Und jetzt kommt noch der Titel. Also sie haben sich wirklich alle Mühe gegeben, das in bester Form darzustellen. Man darf nicht vergessen, das ganze Spiel und die ganze Grafik ist 20 Jahre alt. Aber man konnte die Gesichter schon wiedererkennen. Ich hoffe, dass das mit dem Sound so halbwegs hinkommt. Ich höre leider so ein paar kleinere Störungen, aber auch hier muss man einfach sagen, das war eine andere Zeit und manchmal ist es schwierig, alte Technologie an die modernen Geräte anzupassen. Immerhin haben wir hier schon das epische 16:9 Format. Damals halt wirklich noch komplett also absolut nicht gängig. Das war eine ganz seltene Sache. Aber insofern passt das Spiel ganz gut. Computerlogbuch der Voyager, Captain Janeway, Sternzeit 53854,7. Die Voyager wurde von einer unbekannten Streitmacht angegriffen und zu einer Art Raumschifffriedhof gebracht, dessen Lage uns unbekannt ist. Das Schiff ist schwer beschädigt. Kommunikation, Antrieb und weitere Systeme funktionieren nicht. Bis zum Abschluss der Reparaturen sind wir hilflos. Wir können nichts tun. Bringen wir dieses Schiff wieder in Schuss, Chakotay. Aktivieren Sie die Schadenskontrolle, Harry. Oh. Finden Sie so viel wie möglich über diese anderen Schiffe heraus und stellen Sie fest, wo genau wir eigentlich sind. Hi, Captain. Oh-oh. Captain, im Maschinenraum ist ein Eindämmungsleck aufgetreten. Wenn wir es nicht schnell genug versiegeln können, wird der Warpkern brechen. Fenrich Monroe, Sie tragen einen Schutzanzug. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und helfen Sie, Belana das Leck zu schließen. Oh, Belana sehen wir auch noch. Okay. Nehmen Sie den Turbolift zum Maschinenraum auf. Treiben. Ja, ich versuche mit den Manövriertriebwerken auszugleichen. Was? Deck 11 Maschinenraum. Ich bekomme von den Sensoren. Er bewegt sich noch. Oh. Na, jetzt funktioniert er nicht mehr. Manchmal kommen die Events etwas zu früh oder zu spät. Aber jetzt funkt es hier. Ich muss hier raus. Da geht's raus. So, nehmen Sie den Turbolift zum Maschinenraum auf Deck 11.
Öffnungsschritte an der Achterseite des Decks. Gut, wer kümmert sich da unten um die Datenübertragung? Showers und Chels, Sir. Gut, und Renner kümmert sich um die Jeffreys-Röhren. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen stehen bleiben kann, obwohl es ja eigentlich eine kritische Situation ist. Hier geht's nicht weiter. Aber da, dass man so die Events mal alle mitkriegt. Ja, hoffentlich passiert nicht. Hier ist eine... Oh. Junge, was machst du denn da? Komm raus da! Erzeugen Sie schnell ein Eindämmungsfeld mit der Kontrollkonsole. Ja, mach ich doch. Warte. So, hier, zack. Danke, das war knapp. Wo wollten Sie hin? Nach Deck 11. Ich muss mit dem Turbolift in den Maschinenraum fahren. Also, die Turbolifte Achtern sind die einzigen auf diesem Deck, die noch in Betrieb sind. Aber sie liegen hinter dem Eindämmungsfeld. Oh, und jetzt kommt noch was anderes Schönes von dem Spiel. Man darf durch Jeffreys Röhren klettern. Yay! Oder auch nicht. Aber dafür geht hier was auf. Hier gibt es eine Leiter. Und eine neue Jeffreys Röhre. Da. Oder gleich da runter. Ne, ich muss hier runter. Okay. Ah. Kontrollkonsole. Drücken Sie Missionsinfo. So. Finden Sie einen Verbindungsraum der Jeffreys Röhren und gehen Sie weiter zum Maschinenraum auf Deck 11. Ein Verbindungsraum. Der müsste dann ja nicht horizontal, sondern vertikal laufen. Ja, nun. Gene Hocke, Mädel, dann geht das. So. Anstrengend. Komm, nein. Also hier komme ich nicht weiter. Da muss ich tatsächlich hier wieder weiter. Vielleicht gibt es ja noch woanders Jeffreys Röhren. Mal gucken. Tut mir leid, Manro. Die Datenübertragung ist getrennt worden. In diesem Bereich ist alles zu. Hey, wir haben hier einen riesigen Energiestoß. Manro, schnell! Benutzen Sie die Konsole und schalten Sie dieses Relais ab. Ja. Das war knapp. Na, dann bin ich ja doch noch zu was Nütze. Okay, ich brauche irgendwo noch eine Jeffreys Röhre. Ja, die war ja blockiert. Hier haben wir wieder aufgemacht. Hier vielleicht. Hey Monroe, sieht aus, als hätte die Explosion diese zwei Turbolifte Achtern ausgeschaltet. Man kommt jetzt nur noch durch die Jeffreys-Röhren nach unten. Ich war gerade dabei zu versuchen, die Trümmer von dieser hier zu räumen, als die EPS-Leitungen sich überluden. Großartig. Die Steuerbordseite sollte in Ordnung sein. Aber ich werde jetzt den ganzen Tag brauchen, um diese hier zu reparieren. Und ich war schon fast fertig. Also theoretisch müssten wir da ran, aber ich befürchte, da kommen wir nicht ran. Das scheint zu blockiert zu sein. Kontrollkonsole, hier kommen wir nicht weiter. Oh Mann, wo kommen wir weiter? Hier auch nicht. Bei euch. Miep, miep. Na, irgendwo... Ah, hier. Das sieht gut aus. Deck 10. Dann klettern wir mal runter. Missionsinfo aktualisiert. Gehen Sie zum zentralen Maschinenraum und helfen Sie Belana mit dem Warpkernbruch. Okay. Boah. Warpkernbruch. Gleich volle Kanne. Hier gibt... Gefährliches Material entdeckt. Wasser? Wahrscheinlich nicht. Kontrollkonsole, da komme ich nicht ran. Ja. Oh. Da ist eine Leiter. Ah! Shit! Raus hier! Okay, man darf nicht mit in Kontakt treten. Kletter ich mal die Leiter hier hoch. Ach, Leitern sind in allen Spielen zu jeder Zeit eine Gefahr. Ah.
Hier wird das Zeug, wir sind erstmal abgesaugt. Ich hoffe, dass ich jetzt die Tür aufkriege. Was ist mit der Tür? Die ist geschlossen. Na komm. Ah, frei, frei, endlich frei. So, das ist abgesichert. Wo ist denn nun der Maschinenraum? Ah, ist das Belana? Jo. Monroe, warum hat das so lange gedauert? Wir haben hier einen Warp-Kernbruch. Sie müssen da hineingehen und ihn deaktivieren. Dazu müssen Sie zwei Dinge tun, also hören Sie genau zu. Durchtrennen Sie zuerst die Energierelais in der Hauptebene. Gehen Sie dann zur oberen Ebene und koppeln Sie die Dilithium-Matrix ab. Oh Gott. Warten Sie. Sie werden einen Helm benötigen, um durch das Kühleck zu gehen. Ich habe einen in meinem Transportpuffer. Gut. Oh, einen Transportpuffer hätte ich auch gerne. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Bald werden wir die Eindämmung verlieren und dann müssen wir den Kern ausstoßen. Okay, deaktivieren Sie. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit Sie noch haben. Ja, ich auch nicht. Achtung. Ah, danke. Hier, Power Relays. Zugriff verweigert. Monroe, mir ist eingefallen, dass Sie den Zugriffscode benötigen, um die Energierelais zu durchtrennen. Gehen Sie zur Zugriffscode-Station. Belana, das sagen Sie jetzt erst? Aber mich motzen Sie alle an. Security Access, Security Code. Ja, hier kommt, her damit. Ich hab's. Also wieder zurück. Power Relays. Energierelais wurden durchtrennt. So, Dilithium Matrix. Warpkernbruch in 30 Sekunden. Oh, zeitkritisch. Na toll. Achtung, dieser Disk ist defekt. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Computer. Hier kann ich nichts machen. Da ist eine Leiter. Wo muss ich hin? Nein! Nein! Da ist was rot! Da ist was rot! Aus! Dilithium-Matrix abgekoppelt. Der Warp-Kern wurde deaktiviert. Bruch abgewendet. 007 hätte es mit einem Zeitfenster von 7 Sekunden geschafft. Ich habe es nur mit 6 geschafft. Kein Problem, Lieutenant. Okay, räumen wir erstmal hier drin auf. Versiegeln Sie das Leck. Wir müssen die Hauptenergie wieder aktivieren. Habe ich jetzt irgendwelche Aufgaben? Nein. Helfen Sie mir bei dem Resonanzkaskadenmodul. Ja, ich werde hier auch erstmal kurz Schluss machen. Bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Aufnahme hat so geklappt, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, die Isodyn-Phalanx muss auf genau 4,7. Sie quatschen einem immer dazwischen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte ein Like. Freue ich mich. Kommentare freue ich mich auch drüber. Vielleicht habt ihr das Spiel auch früher selber gespielt und habt es nur vergessen, dass man das damals doch wirklich mit Begeisterung gezockt hat. Bei mir war es jedenfalls so. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.